Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge House Flipper, dem Heimwerker-Simulator. Heute mit der Fertigstellung von dem Breaking Bad House. Und ihr seht, dass die Familie ist an dritter Stelle. Ich habe sie leider nicht höher pushen können. Wir gucken einfach mal, was der Preis sagt. Ich meine, ich verkaufe das gerne noch an die Familie. So ist das ja nicht. Was aber jetzt schon mal auffällt, ist, ich habe mal in dem Haus die Räume das Licht angemacht. Je mehr Lampen ihr anmacht, desto mehr fängt das an zu ruckeln, ne? Also wundert euch nicht, es wird jetzt am Anfang ein bisschen unschön sein. Ich werde nach und nach die Räume wieder ausmachen. Die FPS-Zahlen in diesem Spiel scheinen da ziemlich heftig zu sein. Also Licht mögen die gar nicht. Und ich habe eine 1080 Ti, also an meiner Grafikkarte wird es garantiert nicht liegen. Müssen wir mit klarkommen. Ist ein dicker Minuspunkt für das Spiel normalerweise, weil Performance und so, ne? So. Wir kommen hier rein und kommen in das super gestaltete Wohnzimmer. Ne, ich habe hier so ein bisschen die Spielsachen verteilt, weil ich habe festgestellt, die Leute wollen die Spielsachen im Wohnzimmer haben. Die Paare. Von daher habe ich das auch gemacht. Ein bisschen, dekoriert, ein bisschen was hingestellt. Das Übliche. Ne? Jetzt nichts Großes. Natürlich noch Platz gelassen für die Familien. Da machen wir mal Licht aus. So, das Zimmer der Jungs. Ja, da gehen wir jetzt nicht mehr weiter drauf ein. Das lassen wir jetzt einfach mal so, wie es ist. Dann haben wir hier ja das schöne Oma-Zimmer. Ich finde, das ist wirklich gelungen. Das ist so richtig, wie man das bei älteren Menschen kennt. Viele Fotos, etwas ältere Möbel vom Design, bisschen was Moderneres dazwischen, schwere, große Schränke. Kenne ich zu Genüge. Ihr bestimmt auch. Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber ich kenne es halt zu Genüge. Der Teppich, ja, ist ein bisschen gewagt. Hier im Flur habe ich nichts reingestellt, absichtlich nicht. Na, hier können sie selber noch ein bisschen Möbel hinstellen, wenn sie wollen. Ich mache mal hier das Licht im Flur aus. So, das auch langsam mal sicher aufhört. Ja, das Zimmer für das Mädchen. Ne, so ein bisschen Mädchen, ein bisschen verspielt, ne? Wie sich das gehört. Spielzeug hätte ich da gar nicht reinstellen brauchen. Also beim nächsten Haus werde ich da mal ein bisschen drauf achten. Dann hier ja unsere super tolle Garage. Ne, die Platz lässt für etwaige Reparaturen, für Autos. Auch für zwei Autos, was natürlich... Ja, amerikanische Verhältnisse, zwei Autos, größere Entfernungen als in Deutschland. Durchaus nachvollziehbar. Dann das Badezimmer. Das kleinere, das mit der Dusche. Und hier unsere super tolle Küche. Die ist uns wirklich gelungen, finde ich. Also, ja, haben wir rot. Nee. Die gefällt mir. Auch mit dem mit der Abstellkammer. Hier habe ich versucht, mal anzudeuten, ob die das wollen. Aber dadurch steigt nirgendwo der Bedarf an dem Haus. Also von da habe ich es gelassen. So, überall moderne Halogenlampen natürlich, dass da nichts runterhängt. In den Hauptbereichen. Ich mag das, wenn die Lampen unter der Decke sind. Dass du da nicht unbedingt gegenkommst. Im Wohnzimmer und im Schlafzimmer haben wir natürlich Lampen hingehangen. Hier können wir auch nochmal das Ambiente-Licht ein bisschen anmachen. So. Ja, das kennt ihr ja. Da läuft schon besser. Da lasse ich mal noch, weil wir müssen ja hier noch hin. Hier das. Zwar nicht da, wo ich euch hingestellt habe, aber okay. Okay. So. Und ansonsten halt der obligatorische Außenbereich hier. Mit dem man leider noch nichts machen kann. Hatte eigentlich gedacht, dass man damit was machen kann, weil hier ist ja schon ein bisschen angedeutet, aber nee, Gartenarbeit kannst du hier noch nicht machen. Von daher werden wir jetzt beigehen und werden das Haus verkaufen, damit wir uns der junggesellenen Bürobude widmen können. So, möchtest du dieses Haus wirklich verkaufen? Ja. Ich habe 3,5 Stunden an dem Haus gearbeitet. Das geht. Gucken wir mal. So. Der bietet uns 110.000. Das Haus gekauft haben wir für 78. Chang Choi. Okay. Wir werden auf jeden Fall ein bisschen verhandeln, werden wir. Ja, Veronika, du kriegst es sowieso nicht. Okay, die beiden, das Ehepaar sagten zu viele Zimmer. Es fehlt hier nur an typischen Kinderzimmern. Was sind denn typische Kinder? Hätte ich da Babybetten reinstellen müssen? Ein Zimmer für die ganze Familie. Das brauchen wir. Familie Schelling findet das natürlich super.
So, wir haben unterm Strich, hätten wir einen Plus gemacht von 57.000 Dollar, wenn wir das an Euro, wenn wir das an Familie Schelling verkaufen. Aber eigentlich sollte das ja für die Familie Jensen sein, wobei die beschwert sich, es fehlt hier nur an typischen Kinderzimmern. Also müssen da alle ein eigenes Zimmer haben? Ich würde gerne mal was gucken. Wenn wir jetzt hier weitergehen. Nee. Angebot verhandeln. Was ist das denn hier? Wer ist das denn? Ach, wir können nur an Familie Schelling. Ach so, wir können immer nur, okay. Fragen wir nach 10.000 Dollar mehr, 10.000 Euro mehr. Ui. Okay. Hätte ich da noch mehr rausholen können? Das ist jetzt echt die Frage, ne? Egal, wir nehmen das Angebot jetzt an, dann verkaufen wir es an Familie Schelling. Dann werden wir für die Familie Jansen nochmal ein größeres Haus machen. Jetzt haben wir einen Erfolg gekriegt. Pro Creative. Okay. Wir werden auch nochmal für die Rentner, bauen wir auch nochmal ein Haus. So ein richtig schönes, gediegenes, altes Haus. Lass uns mal reingucken in unseren schlauen PC. Missionen haben wir ja gar keine mehr. Die habe ich ja nach und nach abgearbeitet hier. Alle erledigt. Bis auf... Oh. Stimmt, da konnte ich eine Sache nicht abschließen und da konnte ich eine Sache nicht abschließen. Sonst wären die alle zu 100%. Schade eigentlich. So, Hausbrowser. Ich hätte jetzt gedacht, dass wir sowas wie das verlassene Haus hier und das Campinghaus. Das Campinghaus wäre so ein typisches Haus für, ja, für diesen einen Typen. Für diesen Durchgeknallten, der immer, ja, Musikzimmer und hier und da. Ich glaube, für den wäre das hier perfekt. Ja, eine kleine Kochnische, ein kleines Badezimmer. Anzahl der Etagen eine. Und das hier wäre eigentlich sowas für den... Ja, man weiß halt immer nicht, wie viele Räume das sind, ne? Haus mit ungebetenen Gästen. Weißt du was? Wir werden jetzt mal wirklich eine Junggesellenbude machen, das haben wir ja gesagt. Wir nehmen das erste. Ja, das ist zwar nicht das kleinste, aber wir nehmen das erste. Und für diese Familie Jansen zum Beispiel, die Großfamilie, da werden wir uns irgendwann mal um das, können wir zwar schon, aber dann werden wir uns um sowas kümmern. Das hat genug Zimmer. Das ist sogar relativ in Ordnung. Das hat eine Treppe. Ja, dann werden wir uns um das kümmern. 3 Etagen. Das ist ja so ein Keller bei. Ui. Welches Haus hatten wir nochmal? Was hatte ich nochmal gesagt? Das hier, ne? Das Familienhaus mit 223 Quadratmetern. Das ist sogar schon eingerichtet. Interessant. Okay. Und für die Rentner vielleicht? Altes Haus mit Bunker? Nein. Nein. Rosa Königreich? Irgend sowas. Hier, das finde ich auch. Das finde ich auch richtig, richtig cool. Von außen. Dieses langgezogene. Vielleicht machen wir das dann für die Rentner. Mal gucken. Jetzt gehen wir auf jeden Fall erstmal bei. Wir kaufen... Na, komm. Hallo? Komm, wir nehmen das hier. Ja. Das nehmen wir. Und dann werden wir mal gucken, dass wir entweder den Arbeiter da wegkriegen. Gucken, was wir hier für Leute haben. Okay. Schauen wir mal. Erstmal. Bäh. Ich höre entweder Kakerlaken oder Wasser. Okay, jetzt müssen wir auf jeden Fall erstmal komplett entrümpeln. Kakerlaken war klar. Ach, das ist wieder so eins wie das erste, wo man durch die Wohnküche hier durchgeht. Und man hat ein Schlafzimmer und man hat... Das ist doch das erste... Das ist der Schnitt wie das Brandhaus. Schade eigentlich. Ich hätte eigentlich gedacht, dass wir vielleicht mal vom Schnitt her ein bisschen anders werden, aber gut. Nee.
So, erstmal alles verkaufen. So, die Türen auch, alles raus hier. Ich brauche ein und nur ein einziges Schlafzimmer. Ich brauche ein Schlafzimmer in meinem Haus. Okay. So, Kakerlaken ignorieren wir mal kurz. Gehen wir gleich drauf ein. Ohne getrennte Küche. So, okay. Guck mal, da ist der Typ auch schon gleich nach oben gerutscht. Da, der zweite, der wäre auch noch was für uns. So, hier habe ich auch. So. So. Ich sage, erstmal leer machen. Erstmal einen Überblick verschaffen. Da immer ganz wichtig. So, wollen wir ganz immer sauber machen. Das ist nämlich dann schon mal die halbe Miete. So. Hier auch. Die saugen wir gleich weg. So. Wie gesagt, ich finde es ein bisschen enttäuschend, dass der Schnitt von diesem Haus genau gleich ist mit dem anderen Haus. Aber gut. Tja, müssen wir jetzt durch, ne? Wir haben uns für dieses Haus entschieden und das werden wir jetzt auch durchziehen. Wobei, guck mal, das Ehepaar würde ich ja auch einziehen wollen. Aber ich finde, das Haus ist eigentlich für ein altes Ehepaar. Ja, das jetzt. Es ist zu klein. Es ist zu klein, meiner Meinung nach. Da müsste man. Ja, ich finde schon, man sollte da einen Raum mehr haben. Oder zumindest die Räume noch ein bisschen größer gestalten, weil gerade wenn mal Enkel kommen zu Besuch. Veronika, geh weg. Du kriegst nichts mehr. Du hast ein Haus. So. Wo ist denn hier noch der Fleck? Da komme ich gar nicht an. Doch jetzt. So. Zack, zack, zack. Guck mal. Okay. So, die müssen wir noch entfernen, die. Staubsauger. Wie Sie hören, hören Sie nichts mehr. Das Gekrabbel ist vorbei. So, jetzt könnten wir uns mal was überlegen. Also, hier kommt die Küche. Ich darf jetzt auch nicht dran denken, dass das so aussieht wie das erste Haus, was wir gemacht haben, das kleine Brandhaus. Da darf ich jetzt auch nicht drüber nachdenken, weil sonst richte ich das gleich noch genauso ein. Das wäre ein bisschen kontraproduktiv, da wo die Veronika. Ja, wo die eingezogen ist. Ich glaube, die hieß Veronika. Also, ich weiß auf jeden Fall, der eine Typi braucht viel Elektronikkrams, Heimkino und sowas alles und legt da auch Wert drauf. Na, also mit dem großen Heimkinoanlage können wir ihn da schon ködern. Und halt ein Schlafzimmer, ne? Die brauchen halt alle nur ein Schlafzimmer. Das ist halt hier so ein typisches Single-Haus, finde ich. Weil hier kannst du zu zweit kannst du hier vielleicht noch kurzfristig leben, ja, aber nicht auf Dauer. Aber so für einen, der Single sein möchte. Hier gibt es auch keine Vorhänge. Hier machen wir so ein richtiges. Wir machen eine Man Cave da draus. Genau. Eine Männerhöhle. Jedermann sollte seine eigene Höhle haben. Immer dran denken. Wer die Serie nicht kennt, schaut mal im Internet nach. Aber ich glaube, die lief auf D-Max oder Tele5. Müsst ihr mal gucken. Nennt sich Man Cave. Weiß nicht, ob die immer noch lief. Aber, liebe Lüd, das soll es für heute gewesen sein. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Hoffe, das Video hat ein bisschen Spaß gemacht. Würde mich freuen, wenn ihr ein Abo, Daumen hoch und Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Und dann wünsche ich euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr euch das Video anschaut und sagt,
bis zum nächsten Mal.